Einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin zu treffen, ist oft der tiefste Wunsch vieler Singles. Dennoch befinden sich etliche von uns jahrelang erfolglos auf der Partnersuche. Was machen diese Menschen falsch? Sie kennen meine einfache 4 Regeln nicht, um den richtigen Partner oder die richtige Partnerin in das Leben zu bekommen. Bevor wir weitersprechen, denk bitte daran, meinen Kanal jetzt zu abonnieren, damit du interessante Themen nicht mehr verpasst. Falls du Interesse hast an einer persönlichen Beratung bei mir, an einer persönlichen Unterstützung online, dann findest du unter diesem Video einen Link zu meiner E-Mail-Adresse. Du kannst mir persönliche Nachricht schreiben und bald werde ich dich beraten. Einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin zu treffen. 4 einfache Regeln von Liebes- und Beziehungscoach Lena Rostmeier. Die Regel Nummer 1. Das empfehle ich vor allem Menschen, die jünger als 30, 35 Jahre alt sind. Das heißt, in diesem Alter plant bitte nicht, einen Partner zu finden, bis dass der Tod euch scheidet. Es ist unmöglich. Das Leben ist anders geworden. Man kann nicht bis Lebensende etwas planen. Du siehst ja selbst, was jetzt auf der Welt geschieht. Viele Städte werden anders gestaltet. Die Politik wird anders. Die Einstellungen, die Werte werden anders. Und natürlich kann man jetzt in heutiger Zeit nicht bis Lebensende planen. Es wäre schön, ja, wenn das geschieht, aber es kann Verschiedenes sein. Vielleicht verliebst du dich, triffst einen neuen Mann oder eine neue Frau und verliebst dich. Vielleicht stirbt dieser Mensch früher als du. Also es kann alles passieren. Es gibt Unfälle, es gibt Krankheit. Krebs hat noch niemand abgeschafft. Stimmt das? Deswegen wäre es gut, sich selbst zu sagen, wenn sie jünger sind als 30, 35, würde ich sagen, ja, ich suche mir einen Partner oder eine Partnerin. Ich werde mein Bestes geben, damit die Beziehung so lang wie möglich dauert, bis wir beide glücklich sind. Wenn es nichts wird, ja, dann wird es nichts eben. Dann hat dieser Partner mich einige Jahre, einige glückliche Jahre meines Lebens begleitet. Und danach geht er seinen eigenen Weg. Auf jeden Fall nicht bis Lebensende planen. Ich weiß, viele Frauen, besonders junge Frauen, haben Märchen gelesen und denken, na, mir passiert das nicht. Jetzt habe ich meinen Heinz getroffen. Der Heinz liebt mich und ich liebe ihn. Wir werden uns niemals scheiden lassen. Wir werden uns niemals trennen. Ah, die anderen, die lassen sich scheiden. 60% der Ehen in Deutschland werden geschieden. Ja, weil sie dumm sind, die anderen. Weil sie einander nicht so stark lieben wie wir, wie Heinz und ich. Diese Philosophie bitte abschaffen. Das empfehle ich vor allem Frauen. Nichts dauert bis zu Lebensende. Die Regel Nummer 2. Okay, jetzt hast du deine Einstellungen geändert. Visualisiere deinen Partner, stelle ihn vor, stelle ihn dir vor. Zu mir kommen zu Coaching viele Frauen, sie sagen, ich möchte einen Partner, ich möchte einen Mann kennenlernen. Und dann frage ich nach, okay, in welchem Alter? Wo soll er leben? Was soll er machen? Wie soll er aussehen? Und die Frauen, sie sind verloren. Ja, nett soll er sein. Ja, sympathisch soll er sein. Ja, freundlich soll er sein. Das ist keine Visualisierung. Das sind seine Verhaltensweisen dir gegenüber. Wie sieht dieser Mann aus? Wie alt ist er? Ungefähr so Altersrahmen bestimmen. Bei Männern auch. Kommen auch zu mir. Jetzt sage ich ehrlich, viele Männer, die schon so um 60 sind
Und dann sagen sie, ich weiß, was ich suche. Ich habe mir schon meine Partnerin visualisiert. Sie ist 25 Jahre alt. Sie ist schön, hat lange Beine. Sie ist gut erzogen und hat lange blonde Haare und blaue Augen. Und sie wird mich lieben und sie wird mich heiraten und mit mir sogar vielleicht Kinder bekommen. Und sie wird das machen in der Beziehung, was ich will. Wo sind wir? Kommt bitte zurück in die Realität. Deswegen empfehle ich vielen Männern, die sich so eine Partnerin vorstellen, bitte öffnet eure Geburtsurkunde und schaut, in welchem Jahr sie geboren sind. Denn klar, im Spiegel sieht man oft nicht, denn wir verändern uns langsam. Ja? Und wenn ein Mann alt wird, langsam, das bekommt man nicht richtig mit. Er sagt, ich fühle mich wie 25, also soll die 25-jährige Frau in mein Leben kommen. Ja, aber warum soll sie dich, lieber Heinzi, mit deiner Glatze, mit deinem Bauch, mit deinem alten Körper lieben? Wofür? Nur ums Geld geht es hier. Stimmt es, wenn da so große Altersunterschiede sind? Um Sicherheit für diese Frau. Deswegen wäre es gut, vielleicht bevor Sie auf Partnersuche gehen, zu mir zu kommen, zu meiner Coach-Sitzung. Wir werden festlegen. Denn solange Sie nicht wissen, wen Sie suchen oder diese Visualisierung, diese Person, die Sie suchen, gibt es nicht. Es ist nicht realistisch. Für einen 60-jährigen Mann eine 25-Jährige kennenlernen, die ihn liebt, so wie er ist. Deswegen wäre es gut, das festzulegen. Wenn du nicht weißt, wonach du suchst, dann findest du das auch nicht. Wenn du in deinem Zimmer stehst, im Wohnzimmer und suchst etwas und weißt nicht, was du suchst, ist es ein Telefon? Was habe ich gerade gesucht? Das passiert mir manchmal, ja. Ich gehe in mein Zimmer, etwas zu suchen und dann denke ich, was wollte ich gerade suchen? War das mein Handy? War das meine Teetasse? War das vielleicht der Computer oder war das mein Lippenstift? Auf jeden Fall festlegen, welche Person Sie suchen. Und hier kann ich jedem von euch helfen, realistisch. Die Regel Nummer 3, wenn Sie festgelegt haben, welche Person das ist, wie alt sie ist, wie soll sie aussehen, ungefähr, dann den Lebensraum festlegen, sage ich immer. Den Lebensraum festlegen von dieser Person. Man sagt Umfeld, ja. In welchem Umfeld sind solche Menschen? Wo sind sie? Wenn Sie zum Beispiel festgelegt haben, ich suche einen Partner, er ist ungefähr 45 Jahre alt und er ist sehr sportlich und er sieht gut aus und er schaut auf seine Gesundheit und er arbeitet auch irgendwo, ja, das ist auch im Moment wichtig. Und wo suchen Sie diesen Mann? Wo? Weil Sie suchen einen trainierten, schönen Mann zum Beispiel und dann gehen Sie in die Konditorei. Oder wo sind solche Männer oder solche Frauen? Wenn ein Mann kommt zu mir, ich suche eine Partnerin, die sehr intelligent ist, eine Partnerin, die auch 10 Jahre jünger ist als ich, eine Partnerin, ja, ich bin jetzt 35, aber ich suche eine, die 25 ist und die eigentlich lebenslustig ist und neugierig und freut sich. Wo suchen Sie solche Personen? Na, in einer Diskothek, klar. Sie ist mit 25 lebensfroh und lustig und sieht gut aus. Deswegen ist es gut zu verstehen, wo es solche Menschen gibt. Das ist die Regel Nummer 3. Die Regel Nummer 4, jetzt haben Sie es festgelegt, aktiv auf die Suche gehen. Etwas machen. Viele Frauen kommen zu mir und sagen, ich warte, weißt du, Lina, das Schicksal,
kannst du nicht betrügen. Wenn das Universum für mich etwas vorbestimmt hat, dann kann ich das nicht umgehen. Wenn das Universum für mich einen Partner schon vorbestimmt hat, dann wird er sowieso in mein Leben kommen. Nein, ist es nicht so. Man sollte auch etwas tun dafür. Nicht auf dem Sofa liegen, Eis essen und irgendwelche Serien schauen und hoffen, jetzt wird mein Traumprinz kommen und bei mir an der Tür klingeln. Das gibt es nicht. Etwas aktiv machen. Was da aktiv zu machen ist, das ist individuell festzulegen. Das hängt davon ab, was Sie suchen, welche Person Sie suchen. Und hier werde ich auch gerne euch, würde ich gerne euch in die richtige Richtung schicken, damit Sie aktiv Schritte setzen. Aktiv Schritte setzen, das heißt nicht für Männer, alle Frauen, die einigermaßen sympathisch sind, auf der Straße anzusprechen. Das hilft nicht. Und viele Männer, die diese Pick-up-Kurse gemacht haben, können mir jetzt bestätigen. Sie können zwar Frauen ansprechen, ja, vielleicht bekommen sie einiges sogar ins Bett, aber weiter geht es nicht. Diese Pick-up-Kurse sind gut, um sicherer zu werden, um sich männlicher zu fühlen, aber weiter, wie geht es weiter? Hier braucht man einen Life-Coach oder einen Trainer, Beziehungscoach, Liebescoach, so wie ich. Auf jeden Fall aktiv Schritte setzen. Sei es Dating-Seiten, sei es irgendwo ausgehen, sei es irgendwo auf Social Media, sei es irgendwo reisen. Bei Reisen würde ich aufpassen, denn ich habe einige Frauen gecoacht, die hat sich vorgestellt, ich will einen reichen, gut aussehenden Mann, der eigentlich auch eine Partnerin sucht. Und dann hat sie Kredite genommen. Sie hat viel Geld ausgegeben, um teure Reisen zu machen, in teure Hotels. Und hat sie jemanden getroffen? Nein, das ist auch ein Fehler. Warum findet man praktisch niemanden dort in teuren Hotels? Warum lernt man einander nicht kennen? Man lernt einander schon kennen, aber nur für kurze Zeit. Warum wird aus dieser Bekanntschaft nichts? Das kann ich euch auch erklären, persönlich. Ja? So, das sind vier simple, einfache Regeln. Oft vergessen wir sie. Das sind Regeln, die ich festgelegt habe im Zuge meiner Arbeit, im Zuge meiner Coaching-Arbeit auf dem Gebiet Dating, kennenlernen, dann Beziehung gestalten, richtige Beziehung führen, Beziehung stark machen und natürlich auch Trennung. Zu mir kommen auch Menschen, die sich trennen wollen. Wenn euch irgendein Thema besonders interessiert, dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Vielleicht werde ich mein nächstes Video zu diesem Thema drehen. Und schreibt bitte auch, wo ihr schon überall gesucht habt, alle Singles, und wie viele Jahre seid ihr schon auf der Suche? Es würde mich interessieren. Einfach in die Kommentare schreiben, 3, 4, 5 Jahre, und dann weiß ich, worum es geht. Es wird mir sehr helfen und es wird auch anderen Menschen, anderen Singles sehr helfen. Vielen Dank, ich wünsche euch einen super schönen Tag, einen friedlichen Himmel über den Kopf. Bis bald.